Also ich wollte mich nochmal an Andreas Angel bedanken, dass du so ein richtig geiles, süßes Intro gemacht hast. Es wird nicht mein immer Intro bleiben, aber wenn mir ein Edit richtig gefällt, so möchte ich wirklich jemandem zeigen, dass es mir gefallen hat. Und deswegen habe ich es am Anfang kurz eingeblendet. Und ja, für dieses Video. Dankeschön für dieses Edit, hat mir so, so gefallen. Ich habe dich so, so lieb. Dankeschön für alles, was du mich tust. I love you so, so much. Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe, euch geht es gut. Wie ihr schon den Titel gelesen habt, werde ich heute ein 10-Fakten-Video machen. Ich finde solche Videos sehr langweilig und nicht unterhaltend. Ich habe so ein Video schon mal auf meinem Kanal gemacht. Aber ich habe es dann runtergenommen, also nur auf privat gemacht, weil es mir sehr unangenehm war zu anschauen und es hat mir einfach nicht gefallen, wie ich es gemacht habe. Deswegen mache ich das Video jetzt nochmal und ich werde mein Bestes geben, es unterhaltsam zu machen und kurz wie möglich, weil ich denke, dass solche Faktenvideos einfach nur langweilig sind. Und es sind auch viele neue dazugekommen und ich möchte ein bisschen mehr über mich preisgeben, weil ich das Gefühl habe, ihr wisst ein bisschen wenig von mir. Und deswegen werde ich versuchen, euch ein bisschen mehr von mir zu erzählen. Falls du neu auf diesem Kanal bist, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, die Glocke zu aktivieren, um gar keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Numero 1. Mein Name ist Andrea Domingos. Das bedeutet auch die Abkürzung von meinem Instagram-Namen. Andrea Dom ist gleich Andrea Domingos. Ich habe aber noch einen portugiesischen Namen. Das heißt nicht, dass Andrea übersetzt auf Portugiesisch Miriam bedeutet. Das heißt einfach nur, dass ich einen portugiesischen Namen habe. Ich heiße auf Portugiesisch Miriam und auf Deutsch nennen sie mich alle Andrea. Und meine Schwestern haben auch alle portugiesische Namen, bis auf Monika, weil uns da die Kreativität so ausgegangen ist, wo Monika geboren wurde. Numero 2. Also, Nummer 2 ist, ich komme aus Angola und ich spreche Portugiesisch. Dort spricht man Portugiesisch für alle, die sich gefragt haben, was man dort für eine Sprache spricht. Dort spricht man Portugiesisch. Numero 3. Nummer 3 ist, ich hasse Bananen. Ich hasse Bananen so sehr. Ich kann diese Früchte nicht essen. Ich kann es einfach nicht essen. Es schmeckt einfach ekelhaft. Ich kriege einen Kotzreiz, wenn ich Bananen esse. Und ich schwöre auf alles. Immer wenn ich Bananen esse, ich habe einfach das Gefühl, alles kommt hoch. Ich mag es einfach nicht. Aber dafür mag ich Kinderbananenjoghurt. Es gibt so ein spezielles, ich glaube von Lidl oder Hofer. Ach, das mag ich einfach. Numero 4 ist, ich hasse Katzen. Jeder findet diese Tiere süß. Ich mag diese Katzen nicht, ich finde sie nicht süß. Deswegen, immer wenn mich Leute auf so Bilder markieren, wo Katzen drauf sind, dann sagen sie immer so, oh mein Gott, wie cute. Und ich denke mir dann immer so, diese Katzen, diese Tiere sind gruselig. Ich finde diese Tiere gruselig, sie erinnern mich an Schlangen und sind überhaupt nicht süß. Ist mir egal, ob Babykatze oder normale Katze. I'm so sorry für alle, die ich jetzt die Gefühle verletzt haben, aber ich finde Katzen einfach nicht süß. Numero 5. Nummer 5. Also, Nummer 5 ist, ich bin 16 Jahre alt, weil mich das immer voll viele fragen. Ich bin diesen Monat 16 geworden. Falls du meinen Geburtstagsvlog nicht angeschaut hast, geh den abchecken auf meinem Kanal. Und ja, oder es ist in der Infobox verlinkt. Also Leute, ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich diese Fakten aus verschiedenen Winkeln mache, dass dieses Video nicht langweilig wird, weil ich finde, wie gesagt, Faktenvideos sind langweilig, aber ich möchte euch ein bisschen was über mich erzählen. Und ja. Numero... Ah, wait a minute. 6. Ich liebe Kuscheln. Ich kuschel immer mit meinen Geschwistern. Ich gebe die immer so am Arm und tausende von Küssen. Meine Mama macht das auch sehr gerne. Ich liebe einfach Kuscheln so, so sehr. Manchmal werden sie genervt von mir und stoßen mich weg und sagen, warte, bis du einen Freund hast, bei dem kannst du das dann machen. Zukünftiger Freund, du kannst dich auf sehr viele Küsse und Umarmungen gefasst machen. Ich liebe Kuscheln einfach über alles. Ich finde das so angenehm. Oder bei meinen Freunden, ich umarme die immer so, so gerne. Ich mag einfach dieses Gefühl von Umarmungen und so. Und I really just love it. Numero 7. Also Leute, Nummer 7 ist, ich liebe SpongeBob. Es gab schon eine Zeit, wo ich ganz klein war, ich glaube so bis 10 oder 9 oder 11, keine Ahnung, habe ich SpongeBob geschaut und habe ich so eine richtig lange Pause gemacht. Irgendwie mit 15, so Ende 15 ist es dann wieder so für mich aufgetaucht. Pro Woche gucke ich vielleicht 6 bis 8 Folgen. Ich liebe SpongeBob einfach wirklich, wirklich sehr. Das ist einfach eine Serie für mich, die wird nie langweilig. I just love it. Nummer 8. Meine Lieblingssüßigkeiten sind alle Sorten fast von Haribo. Ich liebe auch Bueno und ich mag auch Mars und ich liebe Kaugummis auch, falls es dazu zählt. Das sind so meine Lieblingssüßigkeiten. Ich esse zwar nicht mehr so viel Süßigkeiten wegen einem Grund, den ich jetzt nicht hier unbedingt erzählen muss, aber ich esse nicht mehr so oft Süßigkeiten, aber wenn ich sie esse, dann esse ich meistens diese Sachen, sage ich mal so. Nummer 9. Ich
liebe Make-up, Leute. Und wenn ich das sage, dann mache ich das auch wirklich so. Ich bin verrückt nach Make-up. Ich kaufe immer mehr, obwohl ich sowas von genug habe. Und das, was ich habe, empfinde ich nicht als genug, obwohl das genug ist. Dieses Make-up, was ich habe, reicht mir wahrscheinlich bis an mein Lebensende. Aber ich kann einfach nicht aufhören, dieses Zeug zu kaufen. Es sieht einfach immer so gut aus und dann kaufe ich es einfach. Also ich habe ein Problem. Ich liebe Make-up einfach, Leute. Nummer 10. Ich esse viel und schnell auf einmal. Ich bin wirklich eine Schnellesserin. Zum Beispiel früher, wenn ich mit der Klasse Eis essen war, ich war immer die Erste, die fertig war. Nicht mal die Jungs waren so schnell wie ich. Also ich bin wirklich sehr schnell in Eis essen. I really love ice cream and other stuff. Das klingt jetzt echt falsch. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich liebe Eiscreme. Ich meinte, ich esse schnell. I'm going crazy, I'm sorry. Nummer 11. Ich liebe die Sonne. Ich bin ein Heliophil und ich liebe die Sonne einfach. Wenn die Sonne nicht scheint, dann bin ich einfach depressiv und traurig. Und ich versuche mich dann immer zu motivieren, wenn schlechtes Wetter ist. Aber ich schaffe es nicht so richtig. Ich schaffe es selten, mich so richtig zu motivieren. Deswegen, die Sonne ist für mich so ein Bestandteil meines Lebens. Ein Heliophil zur Erklärung ist eine Person, die die Sonne einfach wirklich sehr anziehend findet. Die findet die Sonne einfach richtig schön. Auf so eine Art und Weise wirklich schon wie so eine Person, wisst ihr? Wie die Sonne so zu lieben, wie sie ist, so einfach für was sie ist. Wenn die Sonne zum Beispiel scheint, würde ein Heliophil stehen bleiben und einfach die Sonne gehen. Also nicht stehen bleiben, aber halt auf der Sonne bleiben, weil er die Sonne so angenehm findet. Nein, normalerweise würde wahrscheinlich in den Schatten gehen, weil er das einfach unangenehm findet. Oder Fotos machen von der Sonne, solche Sachen halt. Ich bin einfach ein Heliophil. I just love the sun. Nummer 12. Ich werde sehr schnell gelangweilt von meiner Haarfarbe oder von einer Frisur. Ich kann höchstens eine Woche mit einer Frisur aushalten oder einer Haarfarbe. Das wirklich ausnahmsweise mache ich nur 2 Wochen manchmal, aber das kommt selten vor. Ich mag es einfach nicht, eine Haarfarbe für eine lange Zeit zu behalten. Ich mag das einfach nicht. Das ist einfach nichts für mich. Ja, deswegen habe ich auch immer andere Haare, Haarfarbe, oh whatever. Nummer 13. Ich liebe Tanzen. Ich liebe Tanzen wirklich sehr. I just really love it. Ich habe früher immer so Tanzvideos auf Instagram gepostet. Die kennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele, weil sehr viele neue dazugekommen sind. Wenn ihr wollt, dass ich mal auf meine Tanzvideos reagiere, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich habe da schon so einige peinliche Sachen. Nummer 14. Ich habe Grübchen. Aber nur auf einer Seite so richtig, auf der anderen Seite nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt. Warte mal. Da habe ich es nicht, eigentlich fast gar nicht. Ich weiß nicht, weil früher war da gar nichts. Und jetzt auf einmal taucht ein Grübchen auf und hier habe ich es extrem. Nummer 15. Ich mag asiatisches Essen einfach nicht. Also früher mochte ich diese Instant-Nudeln und so, aber jetzt so mag ich asiatisches Essen einfach nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich weiß nicht wieso. Es schmeckt mir einfach nicht, wenn ich es esse. Ich habe dem schon eine Chance gegeben, aber ich mag es nicht. Früher mochte ich diese Instant-Nudeln, Nudelbox und so, aber jetzt I cannot eat this. I'm so sorry. Ich respektiere eure Kultur, aber ich kann euer Essen einfach nicht mehr essen. Nummer 16. Okay, Leute, das reicht jetzt. I'm so sorry. Ich habe, seit ich 7, 8 oder 9 Jahre alt bin, ein Kuscheltier namens Hasi. Und es ist auch ein Hase. Und es hat mir durch sehr viele Sachen geholfen. Ich habe so viel mit Hasi durchgemacht. Ich liebe dieses Kuscheltier bis jetzt. Hier ist es, Hasi. So, I love her so much. Sie hat einfach meine Kindheit so viel besser gemacht. Sie war, also sie ist bis jetzt immer noch eine beste Freundin für mich. Ja, yeah, I really just love her. Sie ist einfach die Beste. Schade finde ich, kann einfach nicht mehr mit ihr kuscheln in der Nacht. Ich finde das unangenehm, mit einem Kuscheltier einzuschlafen, aber sie schläft immer neben mir, oder? Numero 17. Ich möchte mit 20 oder 21 geheiratet haben und mit 21 oder 22 schon mein erstes Kind bekommen haben, weil ich möchte innerhalb von dieser Zeitspanne, also von ab 21 bis 30, mindestens 4 bis 8 Kinder bekommen. Das ist mein Ziel. Ich weiß, ihr denkt jetzt alle, I'm crazy, aber ich möchte das wirklich. Aber ja, wer weiß, niemand weiß, ob das genauso passieren wird. Mal sehen, wie die Zeit so gehen wird. Numero 18. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, ich bin eine ziemlich dumme Nuss, weil ich das nicht kann. Ihr braucht mir das nicht zu sagen. Ich weiß es already. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Jetzt denkt euch sicher so, was machst du dann im Schwimmbad? Ich denke mir dann immer so, man geht doch nicht nur ins Schwimmbad, um schwimmen zu gehen. Man taucht ja auch oder man planscht oder man spielt oder so. Und deswegen denke ich mir, diese Frage ist eigentlich dumm.
Nummer 19. Vielleicht jetzt kommen wir auch schon zum letzten Fakt. Meine größte Angst zu sterben ist im Wasser zu ertrinken. Ich weiß, ich habe einfach so eine Phobie zu ertrinken. Ich kann zwar tauchen, aber trotzdem habe ich Angst einfach zu ertrinken, weil ich kann ja nicht schwimmen. Ich kann ja nur tauchen und so. Und das ist, ich habe einfach so Angst vor ertrinken. Oh mein Gott, das ist für mich die schlimmste Art zu sterben. Vor allem, wenn du keine Luft bekommst. Reden wir nicht darüber, ich habe einfach Angst davor. Also Leute, das war's mit meinem Faktenvideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Falls ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, die ich nicht beantwortet habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Kommentar hinterlässt. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Ich sehe dich. Nicht vergessen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.